Hallo zu einer neuen Folge von Lohmollwerks. Wie ihr seht, haben wir heute einen ganz normalen Arbeitstag. Und quasi, wir können nicht immer nur aufhören mit irgendwas, um euch zu zeigen, dass wir cool sind. Wir sind nämlich gar nicht cool. Und deswegen machen wir heute das, was wir immer machen. Okay? Wir haben jetzt gerade hier das Fahrrad aufgeladen. W50. Das ist für das Multicar-Projekt. Weil mir, gerade wenn das denn jetzt immer mitkommt auf längere Fahrten, da ist es quasi mit Titus in dem Multicar recht eng. Und aus dem Grund haben wir aus einer alten Scheune ein recht gut erhaltenes W50 Fahrrad rausgezerrt. Und das bringen wir jetzt nach Eisenberg in Halle 8 heute. Und da geht das zum Choppen. Ich würde gern hier oben so 15 cm raus haben. Hätte ich gerne, dass wir 15 cm tiefer sind mit der ganzen Scheiße. Ja, Ladungssicherung ist gerade genau mein Steckenpferd. Das ist eigentlich ganz lustig auch heute, denn ich muss mal gucken, irgendwo in meinen Unterlagen habe ich Post bekommen von der Autobahnpolizei aus München und da müsste theoretisch mein Führerschein dabei sein, weil den hatte ich jetzt wieder einige Zeit nicht und die netten Kollegen von der Autobahnpolizei in München haben mir den auf LKW-Schein umgeschrieben. Und da dachte ich, LKW-Schein kannst du auf W50-Fahrrad besorgen, machst da ein bisschen Top-Job. Und ja, da machen wir heute, da habe ich, wenn ich LKW-Fahrer bin und die mir das besorgt haben, dann muss ich ja quasi im Schlaf Ladungssicherung gelernt haben. Und deswegen lasse ich mir hier gar nichts vormachen. Das Ding ist bombenfest und die 100 Kilometer bis Eisenberg wird es halten und wenn es nicht hält, sage ich mal, dann sind wir ja versichert. Also guckt das denn mir noch ein bisschen jetzt beim Verzorn zu, macht daraus vielleicht einen Porn, weil wir haben eine Woche Zeit und dann zeige ich euch meinen Führerschein. Einmal so geruckelt, da ist es quasi fest. Das hat ich als quasi LKW-Fahrer muss es ja wissen. Ich sag mal, muss es ja wissen einfach. Und das ist quasi bei uns so, wir fahren ja mit dem Anhänger 100 oder ja 100 im besten Fall. Und bei 100 ist gerade hinter so einem Fahrerhaus, was demnächst gechoppt wird, die Anpressdrucksituation so hoch, dass du bei so leichten Blechteilen gar keine Ladungssicherung brauchst. Weil der Anpressdruck sau hoch ist. Wenn wir jetzt nur 80 fahren würden, dann wäre der Anpressdruck, da wäre ja fast gar kein Anpressdruck. Da müsstest du locker zwei Spannungen dran machen. Aber bei 100, da ist das alles anders. Da, das, jemand, der in Physik aufgepasst hat, der könnte jetzt sagen, Mensch, der Christopher, der hat sau recht. Es ist halt wirklich so. Deswegen lassen wir das einfach so, die Decke drunter signalisiert, dass wir uns Mühe gegeben haben. Und im Bereich Ladungssicherung ist Mühe geben immer das Wichtigste. Wenn die uns hier anhalten mit der wilden Fuhre, was die sicher machen werden, dann kann ich ja, dann signalisiere ich ja, pass auf, ich habe mir sau Mühe gegeben, macht euch einfach nicht verrückt. Und dass ich öfters mal angehalten werde, zeigt hier der Brief von der Autobahn, Polizeistation Holzkirchen, Vöchingen. Der ist noch zu, gell? Sehen wir hier, den mache ich jetzt auf.
Autobahnpolizeistation Holzkirchen, sehr geehrter Herr Blablabla. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Valley. Valley, das ist hier, muss hier in, vermutlich in Amerika sein. Ihnen wird hier Ihr Führerschein zugestellt und für weitere Rückfragen können Sie gerne Angabe oben rechts befindlichen Anzeichen an uns wenden. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir den Führerschein auf LKW-Fahrerlaubnis umschreiben müssen. Hoffentlich haben die das auch gemacht. Na, haben die gemacht, hier? Haben die jetzt umgeschrieben, die Dreckschweine? So ein Schaf, zeig mal das. Hier? Haben die umgeschrieben. Deswegen habe ich den Führerschein quasi extra dort hingeschickt, nach Holzkirchen. Das Holz... Wo war das? Holzkirchen, ne? Da ist so eine Autobahnpolizeistation und die sind direkt mit der Führerscheinstelle verbunden und die quasi, die prägen die Kennzeichen hier und die Führerscheine um. Das ist überhaupt keine große Sache. Ich hatte früher mal A1 und dann habe ich Auto gebraucht und weil ich Auto immer nicht bestanden habe, habe ich da Mittel und Wege gesucht und bevor ich es in der Tschechei mache oder in Polen, hat mir einer gesagt, pass auf, Autobahnpolizei in Holzkirchen, wendet sich dahin, die sind saunett und die prägen das um. Da bin ich jetzt die ganze Zeit mit Pkw gefahren und dachte jetzt aber wegen Anhänger, brauchst du Anhängerführerschein. Das war mir aber zu blöd und da habe ich gleich LKW umtragen lassen. Und dann die gesagt, hier pass auf, kostet so und so viel Euro und da haben die das halt einfach gemacht. Okay? Mike erzählt euch jetzt, wenn er fertig ist hier mit seinem Gequatsche über den Sitz und dann haben wir quasi, sind wir hier schon fertig und fahren nach Eisenberg. Ich freue mich. Bis dahin, tschüssi. Hi, wir sind wieder da. Wir waren noch gar nicht in Eisenberg. Denn es gibt Fortschritte am BMW, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Meine neuen Räder, also die sind nicht neu, meine uralten Räder sind auf dem Weg hierher, sind aber für mich neu. Die habe ich von einem Mo gekauft. Mo. Der war aber übelst nett. Voll in Kleinanzeigen. Mo hat gesagt, pass auf, ich brauche die Räder nicht mehr, die passen nicht so richtig zu meinem Projekt. Ich habe gesagt, Mo, diese Räder passen sehr gut zu meinem Projekt. Kann ich euch auch erzählen, warum. Ich habe ja, wie wir im letzten Video oder jetzt gleich vielleicht nochmal gesehen haben werden tun sollten können, dass ich Mitos fahre, dreiteilige. Ich fahre, also es wäre dumm, da einteilige Räder drauf zu machen, obwohl ich am Anfang ja dieses AZFA-Rad fahren wollte in 18 Zoll. Vielleicht mache ich das auch mal zwischendurch, sind ja da. Aber eigentlich finde ich dreiteilig ganz cool. Ich finde, das sieht einfach wertiger aus. Und jedoch ist so ein Mito-Rad, das sieht man an jeder Ecke. Gell? Sicherlich muss mir jetzt keiner sagen, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der Felgen fährt, die keiner hat. Gell? Sonst würde ich ja auf dem SEC kein RS-Rad haben. Aber ich finde halt RS einfach in Verbindung mit Mercedes ergibt das ein komplettes. Also Mercedes geht nicht ohne RS, finde ich. Ich habe aber auch überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein cooles Rad, was dann gleich kommt. Das stecken wir dann mal drauf. Aber viel wichtiger ist, dass die vorderen Sitze zurückkamen vom Michi. M.Ostblech-Polster. Polster-Michi kann man auch sagen. Polster-Michi hat an meinem Star damals eine Sitzbank gebaut. Macht immer was für meine Kumpels. Ja, auf jeden Fall hat Michi erstens so nebenbei so ein bisschen immer mit Polster gemacht, weil er in einer Firma gearbeitet hat, die quasi hochwertige Innenausstattung genäht und geklüppelt und was weiß ich, was die damit gemacht haben. Und Michi hat mir jetzt quasi bei den Sitzen geholfen. Ich muss dazu sagen, das Auto ist natürlich kein richtiger M3, müssen wir nicht drüber reden, das sollte jeder mittlerweile mitbekommen haben. Aber wenn man so ein Auto baut, also das ist quasi die Voraussetzung an mich, dass es halt in meinen Augen so gut wird wie möglich an einem Originalen. Sicher, meiner Meinung nach wird er besser als ein Originaler. Okay, die ganzen Originalen sind alle vergammelt, meiner nicht. Und es sind alle Teile original. Und so sind auch die Sitze original, originale M3-Sitze. Aber die jetzt in Polen neu beledern zu lassen oder vom Michi neu beledern zu lassen, ist jetzt nicht das, was ich unbedingt will. Das könnte ich machen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht viel teurer als das, was Michi hier gemacht hat. Doch,
wäre teurer. Aber das gefällt mir einfach nicht. Hier an dem Sitz sieht man, dass der von 91 ist und dass der gelebt hat. Und Mike muss mir den, Mike seine Aufgabe ist auf jeden Fall, den so hinzukriegen, dass man das brauchbar fahren kann. Michi hat den Sitz abgezogen, hat die Wangen nachgenäht. Okay, das sieht man jetzt nicht direkt. Man sieht, dass da ein paar Löcher nicht hundertprozentig sind. Aber das kriegt Mike durchs Färben hin. Mike hat so einen Lederlehrgang besucht und der wird euch gleich was dazu erzählen. Auf jeden Fall ist es für mich wichtiger oder schöner, in einem Sitz oder einen Sitz in dem Auto zu wissen, der da original reingehören würde und auch vom Zustand her zum Baujahr passt. Okay, ich brauche da keine neuen Sitze, weil mich das einfach nicht anmacht. Ich finde es auf jeden Fall cooler, wenn man sieht, wenn man da reinguckt und sagt, Mensch, die Ausstattung ist von 91, die gehört da rein. Und das ist quasi mein Anspruch an die ganze Geschichte. Und das müssen wir umsetzen. Und wichtig ist, dass die Arm, die Kopfstützen immer so nach vorne geknickt sind, weil ich ja so einen Buckel habe. Das muss ich quasi an meinen Rücken so anschmiegen. Und ihr erzählt jetzt mit Mike darüber. Ich baue jetzt die Räder runter, okay, mit dem Wagenheber, weil ich mehr so der Wagenheber-Typ bin. Und ich freue mich übelst auf die neuen Räder. Hoffentlich kommen die gleich. Grüßt euch. Ja, Christopher meint ja schon, die Sitze haben halt gelebt. Sind halt was älter. Aber wir haben jetzt schon mal, bei dem habe ich es gemacht, den habe ich jetzt schon mal ein bisschen grob sauber gemacht, um erstmal überhaupt einen Blick dafür zu kriegen, was machen wir, wie sieht's aus. Ich denke, das weiß aber der Christopher noch nicht, wir werden die Sitze einmal komplett schleifen, spachteln und neue Farbe drauf. Das heißt, das kostet ein bisschen Zeit, das wird auch lange gehen, bis er die Sitze braucht, ist sowieso noch ewig hin, aber es wird, glaube ich, gut werden. Und man wird dem Auto und dem Sitz immer noch das Alter ansehen. Weil ich finde es ebenso wichtig, dass man jetzt nicht hier die neuesten Sitze da reinmacht, sondern es soll halt auch aussehen wie zum Baujahr passend. Was ist da deine Vorgehensweise, Mike? Also, wie schon gesagt, den habe ich mal grob sauber gemacht. Aber, und ich habe gesehen, der ist halt auch wirklich fertig. Das heißt, ich werde den Sitz mit einem aggressiveren Reiniger werde ich nochmal drüber gehen, dann werde ich mit Schleifpapier schleifen bis aufs Leder runter, also dass die ganze Farbe runter ist, weil wir wollen ja die alte Farbe runter haben und wollen neue Farbe drauf machen und dafür muss ich halt wirklich die Farbe, den Basecoat und Topcoat nennt sich das, der muss komplett runter. Und das heißt schleifen, schleifen, schleifen. Natürlich nicht zu weit, sonst haben wir das Leder beschädigt, das wollen wir nicht. Wenn ich den geschliffen habe, komplett, werden wir die Risse, ich weiß nicht, willst du mal ein bisschen näher kommen? Hier solche Risse, das werden wir alles ein bisschen auffüllen, spachteln. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und Varianten, da werden wir uns dann durcharbeiten, dass wir das dann wieder möglichst wegbekommen. Aber auch, wie gesagt, nicht zu 100% wird es nicht weggehen. Gehe ich jetzt mal davon aus, ohne dass ich jetzt noch nichts probiert habe. Ja, wenn das dann geschliffen und gespachtelt ist, wird dann immer weiter geschliffen, wie bei einem Lackaufbau, sage ich jetzt mal, dass immer alles glatt ist. Und dann werden wir anfangen und werden die einzelnen Farbschichten, Schichtigen wieder auftragen, Stück für Stück. Bis wir dann wieder einen schönen, frisch, neu aussehenden schwarzen Sitz haben. Zwei Sitze. So ist die Vorgehensweise. Ja, weil ihr die Hebebühne gebraucht habt, muss ich mich hier mit dem Wagenheber vergnügen. Ich warte immer noch auf die Räder. Auf jeden Fall habe ich vorne, kann ich euch auch kurz erklären, warum ich das jetzt so semi-professionell mache. Airlift ist ja hier der Airlift-Dämpfer. Die Anschlüsse, die ich habe, passen nicht hundertprozentig. Die habe ich mir mal schicken lassen, aber die passen zwar vom Gewinde, aber ich bräuchte gleich die 90-Grad-Dinger. Die habe ich jetzt mittlerweile, weil ich ja die Airlift-Dings hier da habe. Aber ich nehme das erst wieder auseinander, wenn wir am Fahrwerk weitermachen. Also haben wir deswegen halt Luftverlust. Über den Grünspan habe ich geredet. Es ist alles da. Morgen ist Sonntag und morgen früh kommt vermutlich der Dominik, der mich hasst wahrscheinlich wie die Sau,
weil er morgen den ganzen Tag sich mit der Elektrik hier befassen muss, während ich werde in der Zeit, oh genau, ohne Scheiß, das ist sehr wichtig, wir müssen heute noch Batterien holen für meinen Gameboy. Da kann ich morgen in der Zeit Gameboy spielen, oder? Das hier ist so ein Tschechen-Gameboy, Champ, bei Hexagolot, das ist scheiße. Aber das hier ist ein richtiger Gameboy, den habe ich mal gekauft, weil ich da meine Luftsteuerung haben wollte. Von Fahrwerk. Habe ich dann aber verworfen, weil es wahrscheinlich zeitlich mal wieder nicht drin war. Ja, und morgen machen wir es auch nicht. Auf jeden Fall kann Dominik morgen sich mit der Elektrik vergnügen. Ich hole heute noch Batterien. Du erinnerst mich dran, dass ich Batterien brauche für den Gameboy. Und dann werde ich die ganze Zeit Tetris spielen. Und falls Dominik dann auf die Idee kommt, mich zu fragen, warum ich die ganze Zeit Tetris spiele, sage ich, ich beschäftige mich mental auf den Innenraum vor, den ich ja jetzt in nächster Zeit zusammenbauen muss. Und ich habe gesagt, dass ich das mache, weil es mein Auto ist, obwohl ich es hasse. Und das ist ja dann wie Tetris, wenn du quasi so einen Innenraum zusammenbauen musst. Also anders wie Tetris ist es auf jeden Fall nicht. Das muss ja irgendwie eins ins andere passen. Dann kommt morgen Chris vorbei. Chris will mit dem 3D-Drucker ein paar Halterungen bauen für Airlift und für den Car-Computer-Dings hier, dass wir da Öldruck hier drücke, überlesen können und uns mit der Wassertemperatur auseinandersetzen, damit der Tacho weg kann. Ich will den Tacho weg haben und will da statt dem Tacho so richtigen manuellen, so einen richtigen lauten Bahnhofsuhr anmaßenden Ticker drin haben, der mir nur die Uhrzeit anzeigt. Das wäre mein. Das gehört zu so einem Spezial-Sonderumbau eigentlich dazu, dass du, früher haben das ja viele gemacht und haben hier im Innenraum sind da übelst durchgedreht mit LCD-Bildschirmen und so, das finde ich von vornherein, fand ich das immer komplett am Leben vorbei, aber so eine richtige tickende, laute Bahnhofsuhr, die dich beim Fahren richtig ablenkt, das hat kein Schwein. Und da will ich quasi Taro und so alles wegmachen, das gucke ich mir über den Gameboy an, so schnell fällt das Ding ja eh nicht. Und wir haben nur das tickende Gerät direkt im Kombi-Instrument, was die ganze Zeit so tick, 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 jede Sekunde im besten Fall. Und aber wenn eine volle Minute ist, dann muss es richtig laut patschen. Muss ich gucken, wo ich vielleicht ein Soundmodul, das ist irgendwo richtig jede volle Minute so. Und zur vollen Stunde geht die Warnblinkanlage an. Machen wir alles über Kennbus wahrscheinlich. Wir warten jetzt so lange auf die Räder. Ich hoffe, der kommt jetzt langsam. Marlon musste die heute holen. Mein kleiner Bruder, den wir im letzten Video kennengelernt haben, der ist heute Morgen um 7 oder um 8 losgefahren. Und die Räder hat einer mitgebracht. Über Instagram. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich an den Namen gerade nicht erinnern. Aber der hat die nach Schleiz gebracht. Zu meinem Freund. Dankeschön, Marcel. Dort musste man sowieso was unterschreiben und ein bisschen was hinbringen und was abholen. Und das hat der Bruder heute Morgen gemacht und der bringt mir meine Räder mit. Und ich hoffe, dass er gleich kommt. Und falls die Räder da sind und er gleich kommt, sehen wir uns wieder. Endlich sind die Räder da. Oh, ich freue mich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und es ist auch heute die Bremse gekommen. Also die hat Marlon gleich mitgebracht. Und jetzt kann ich dir das erklären, das denn, was ich vorhin gemeint habe. Also die Bremse, die jetzt auf das Auto kommt, steht von der Topftiefe genauso wie die. Die sind identisch. Ich glaube, die trägt nicht auf. Das Problem ist aber, dass wir hier, dass der Bund quasi... Willst du erstmal erklären, warum? Also, was ich dich gefragt habe? Ach so, ja, na klar. Also Dustin hat mich gefragt, warum wir nicht die OZ lassen. Da habe ich gesagt, pass auf, wir haben zum einen das Problem, dass das OZ-Rad jeder fährt. Ja, das ist ja nun mal bekannt. So ein OZ-Mito-Rad. Und das hier ist was Seltenes. Sind übrigens RTR-CR. Ist recht selten, finde ich cool. Maße gefallen mir noch nicht. Müssen wir ein bisschen umbauen. Aber an den Felgen, wir haben vorne ja recht wenig Bett. Okay? Aber ich will vorne mindestens 2,5 Zoll Bett fahren eigentlich, damit es mir optisch gefällt. Aber der Stern von diesem Mito-Rad hat zu viel Fleisch.
aber der Bund ist zu gering. Wenn wir jetzt 5 mm abdrehen, damit der Stammwärter reinkommt, hätten wir nicht mehr genug Fleisch zum Festschrauben. Aus dem Grund können wir an den Sternen nichts verändern. Also sind die Räder nichts für das Auto. Ich konnte es aber vorher nicht wissen. Ich habe einfach irgendwas gekauft. Jetzt habe ich die gekauft. Ich weiß auch gar keine Breite und gar keine ET. Ich habe gesehen, die sind recht schmal. Müssen wir halt breiter bauen. Und die probieren wir jetzt. Und gucken einfach, wo wir hinkommen, gell, mit den Rädern. Vielleicht gefällt es mir auch nicht. Dann kann man so direkt, dann kann ich direkt in dem Video sagen, pass auf, die Räder müssen wieder weg. Aber was ist jetzt immer mein Pops noch hinten, gell? Aber vom Stern her ist das komplett 90er. Die Räder haben richtig, richtig viel Fleisch vom Stern her. Das ist das, was mir bei den Mitos gefehlt hat. Falls jetzt der Schrank passt, können wir hier ultra viel abdrehen. Das kann ich euch zeigen. Das ist zwar jetzt wieder, aber das steht gar nicht so schlecht. Das ist zwar jetzt wieder verboten, aber guck mal hier rein. Hier ist alles Fleisch. Siehst du das? Wir hatten gerade einen kleinen Aussetzer, denn das Gimbal hier, Gimbal heißt das, das wollte nicht so richtig wie wir. Ich wollte gerade das denn erklären, dass diese Felge, also der Stern, extrem viel Fleisch hat. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das mit der Kamera, wenn man hier in das Loch reinschaut. Wenn wir jetzt hier einen Zentimeter abdrehen würden, hätten wir trotzdem noch 1,5–2 cm Fleisch, um das Rad zu befestigen. Sicherlich, wenn jetzt ein TÜV-Mann hier zuschaut, der sagt wieder, Alter, seid ihr komplett am Leben vorbei, das ist mega verboten. Aber das ist gar nicht so schlimm verboten. Das ist nicht verbotener als selbstgebaute Felgen fahren. So, und dadurch können wir haben dort jetzt übrigens gerade die neue Bremse bekommen. Hallo Vanessa. Das ist 330. D oder I. Das ist natürlich alles gebraucht. Die Bremssättel müssen überholt werden. Die Scheiben kommen neu. Obwohl die gar nicht so schlecht aussehen. Vielleicht drehen wir die auch nur ab. Aber dann können wir am Stern was wegnehmen und kommen mit dem Stern näher an die Bremse dran und können das Bett breiter machen. Aber die Felge sieht komplett nach 90er Jahre aus. Zum Glück war ich vorher ein Mercedes-Schrauber. Wir brauchen nämlich hier ganz lange Radschrauben und die habe ich, wenn man nämlich Mercedes-Schrauber ist, dann hat man sowas immer liegen, weil bei Mercedes brauchen wir das immer mal. Und wir haben ja hier auch nur M12 Radschrauben, keine M14, und dementsprechend ist das gut, wenn man das hat. Ja, ich mache, wenn das Auto eh nur hier rumsteht und wir es nur hin und her schieben maximal, dann brauche ich auch keine 5 Radschrauben reinmachen. Radschrauben, sowas bestelle ich eh immer neu, aber für ein bisschen hierher reichen auf jeden Fall 2. Werden jetzt auch wieder welche blöd finden. Ich finde es nicht blöd. Ich bin einfach ein primitiver Mensch. So. Das sieht nach 90er Jahre aus. Das ist schön. Auf jeden Fall hatten wir das Problem, dass die Mitos von der Breite her mir optisch sehr gut gefallen haben. Das Rad stand gut, aber die Kotflügel sind mir eine Nummer zu schade, um sie jedes Mal dran hängen zu lassen. Und deswegen muss ich selber eine Breite bauen und nicht eine, die mir das Rad vorgibt. Klingt gut, hä? Mhm. So, jetzt lasse ich das Auto erstmal runter, um mir den Eindruck zu geben. Und dann, ach nee, komm, ich lasse es gleich mit euch runter. Scheißegal. Warte, ich stelle mich noch ordentlich hin. Ja. Ja, wir setzen jetzt vorne erstmal auf so einen Gummiknüppel ab. Dann machen wir was extrem Verbotenes, was man auf keinen Fall machen darf. Auto nämlich in der Mitte anheben. Das ist komplett verboten, weil der Schweller natürlich nicht dafür da ist. Aber das ist mir jetzt in dem Fall jetzt nicht so. Mache ich halt was Verbotenes. So. So, und jetzt muss ich hier mein Ventil buchen. Hm.
mir gefällt's ultra mega fett. Also ich find's top. Mir gefällt's übelst gut. Scheiße, ist das geil. Das ist top. So muss das Auto aussehen. Dieser riesige Stern, dahinter die Bremse. Ach, das ist super. Das ist, also ich meine den Stern jetzt nicht riesig von der Größe, sondern so massiv vom Auftreten her. Der ist so voll. Und du siehst nur ein bisschen Bremse. Das gefällt mir super. Ich freue mich. Das ist ein geiles, seltenes, minderwertiges, dreiteiliges Rad, was ich genau auf dem Auto gebraucht habe. Ich freue mich, dass ich das habe. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen verboten ist. Hinten müssen wir vermutlich den Stern um 1 cm abdrehen. Dann haben wir trotzdem noch genug Fleisch. Hinten lassen wir so. Vorne lassen wir auch so. Wir drehen gar nicht ab. Ich hole vorne einfach genauso viel Bett wie hinten. Und dann ist es auch gar nicht mehr so legal. Dann ist es gar nicht mehr illegal. Dann haben wir vorne den Radkasten genauso ausgefüllt wie hinten den. Eigentlich sehe ich es so, dass man hinten mindestens ein halbes Zoll mehr Bett fahren muss als vorne, sonst gefällt es mir nicht. Aber dann ist es halt so. So meine Karre. Gefällt mir halt nicht. Wie lange bleiben denn die Räder drauf? Ein halbes Jahr? I need to know everything. Who in the what in the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes, stay in your lane, I just stay on the go. Ich hoffe, das hat einen kleinen Porn gebaut. Ich weiß jetzt noch nicht, ob mir die Räder gefallen. Am Anfang haben sie mir sehr gut gefallen. Da war ich euphorisch. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Die Sterne sind schon wuchtig, aber ich habe das Rad jetzt nicht. Ich sehe das nicht so oft auf irgendwelchen Autos. Also gefällt es mir vielleicht ganz gut. Wir haben noch sau viel Zeit, bis das Auto irgendwann mal rollt. Vielleicht gibt es noch mal ein paar andere. Vielleicht auch das ein oder andere paar andere. Aber erstmal finde ich es gar nicht so schlecht. Ich mag Sachen, die man nicht überall sieht. Und ich freue mich einfach, dass ich sie habe. Das macht mich irgendwie glücklich. Wenn die riesen Bremse dann vorne ist, top. Mega. Tschüssi, wir sehen uns gleich. Nachher, später. Hallo Leute, wir sind in Eisenberg und wir haben die Zeit ganz vergessen. Ich habe eben quasi, für euch ist es eben oder gerade jetzt vor 2 Sekunden gewesen und für uns ist es jetzt aber einige Stunden später, gesagt, dass wir quasi nach Eisenberg fahren mit unserem W50 und den top choppen. Aber wir haben uns hier festgequatscht, dann waren wir im ersten Livestream unserer Geschichte. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Waren auch eine Menge interessante eigentlich Leute dabei. Vielen Dank auch an René, sein Admin, der uns geholfen hat, die Leute, die quasi nicht so ganz da reingehören, fernzuhalten. Ja, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, müssen wir mal schauen. Wir werden jetzt versuchen in den nächsten Videos, dass das denn quasi ein bisschen mit eingebaut wird. Dass quasi nicht immer nur der Christopher alles erzählt und fragt und quatscht und sagt, sondern wir versuchen das ein bisschen, sage ich mal, zusammenzumachen. Ich habe mich auch mega gefreut, dass Lilo heute dabei war. War ein bisschen wenig heute, ein bisschen wenig Material, vielleicht auch ein bisschen wenig Minuten. Ist halt so, es ist nicht jeden Tag so interessant wie der letzte. Draußen sind eine Menge Leute, weil wir sind ja heute weit, weit vor dem Lockdown, der in ein paar Wochen vielleicht stattfindet. Also macht euch keine Sorgen. Hier gibt es also quasi, Corona kommt erst in einigen Wochen. Hoffentlich nicht. Gell? Und schützt euch auf jeden Fall zu Hause. Tragt eine Maske, cremt euch ein. Und wichtig ist auch, dass ihr gesund bleibt. Und wir noch lange mit euch Spaß quasi und ihr noch lange mit uns Spaß habt. Wir schauen jetzt nochmal raus. Vielleicht können wir noch ein paar Schnappschüsse von Tobi aufsaugen. Falls nicht, dann halt nicht. Könntest du einen Carporn von Tobi machen? Nein. Schade. Aber es wäre dann ein Human Porn. Human Porn. Wäre ein richtiger Porn. Ja. Pornos dürfen wir nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, weil es heißt, Lomolwerks hat wieder ein neues Video.